Hallo, ihr Squirrels da draußen, Piranha hier. Und bevor es losgeht, ich habe euch das Video in Kapitel unterteilt, damit ihr genau das findet, was ihr sucht. Oder einfach zurückkommen könnt, wenn ihr das braucht. Das heutige Video dient euch als Leitfaden durch die ersten 25 Stunden in Squad. Primärziel ist es, einfach Spaß zu haben mit dem Spiel. Denn ganz ehrlich, alles andere macht einfach keinen Sinn. So ein Spiel muss einfach Spaß machen. Also fangen wir erstmal an, eure Settings einzustellen, damit das Bild gestochen scharf, flüssig und ruhig ist. Und genau bei den Einstellungen kommt ihr am weitesten im Spiel. Schaut auf jeden Fall neben den Standardeinstellungen, dass die Auflösung gleich der Resolution Scale ist, ansonsten könnte es sein, dass das Bild halt grob verzerrt wird oder grob runtergerendert oder hochgerendert wird, was euch entweder Frames kostet oder euch ein sehr unscharfes Bild bietet. Gleichzeitig würde ich auch an eurer Stelle unten auch noch einstellen, dass das Bild noch nachgeschärft wird in den Settings, dann habt ihr einfach ein klares, schärferes Bild. Aber ihr müsst da auch ein bisschen rumspielen und das könnt ihr auch dann immer wieder im Tutorial testen, wie das Bild aussieht. Guckt in Bewegungen nach, ob die Bewegungen scharf sind, unscharf sind und dann stellt einfach nach, bis ihr eure Settings gefunden habt und speichert diese auch ab. Macht euch gegebenenfalls einen Screenshot und dann könnt ihr auch nach dem Patch dann immer wieder die Settings wieder einstellen. Weiter geht's in die generelle Einstellung. Guckt hier einfach, dass ihr das Squad-Tag vielleicht am Anfang gerade noch ändert. Könnt ihr oben einstellen. Könnt ihr zum Beispiel Newbie reintippen oder sonstiges, dann wissen die anderen Spieler, dass ihr neu seid. Habt ihr alle Einstellungen gemacht, testet die Einstellung immer wieder im Tutorial, weil dafür ist es da. Da könnt ihr dann zum Beispiel in den Soldaten sehen, die die Arme wirken. Gibt's Probleme technisch, ist irgendwas unscharf oder sonstiges. Ihr wollt möglichst ein gestochen scharfes Bild haben, weil dadurch lassen sich die Gegner leichter erkennen und dann auch identifizieren. Im Anschluss empfehle ich euch einfach, das Tutorial durchzuspielen, weil dann lernt ihr die Basics von der Steuerung und den Rest und könnt dann nochmal nachanpassen. Wenn euch die Steuerung so nicht gefällt oder ihr irgendwas anderes gewohnt seid, stellt es jetzt ein. Wenn es dann nachher im Schlachtfeld passiert und ihr irgendwas einstellen müsst, dann kann das sein, dass ihr das Spiel neu starten müsst. Gerade im Mittelteil gibt es dann auch nochmal Bilder und Hinweisschilder, wie man die Fahrzeuge engaged, beziehungsweise wie die einzelnen Infanteriegruppen und die Gruppierungen, Fraktionen aussehen. Da könnt ihr auch mal einen Blick drauf werfen. Ich schneide euch die Bilder raus, skaliere die hoch und lasse euch mal im Discord da. Und auf Link in der Beschreibung. Für die, die schon länger da sind, bevor es das Tutorial gab, ihr könnt auch mal ruhig durchgucken. Weil im Tutorial gibt es verstärkte Easter Eggs und sonstiges. Ich habe dazu ein extra Video gemacht und ansonsten guckt hier mal ein bisschen länger zu, dann seht ihr das schon. In den ersten 25 Stunden habt ihr ordentlich Zeit, euch einen Server zu suchen, der euch einfach Spaß macht, wo die Leute cool sind, wo das Umfeld cool ist. Und genau das ist das Ziel der Sache. Sucht euch erstmal einen Server. Sucht euch am besten einen Anfängerserver. Über die Filterleiste könnt ihr am Anfang anfängerfreundlich einstellen. Das solltet ihr auch tun. Und dann sucht ihr einfach mal durch, bis ihr einen Server findet, der euch einfach Spaß macht, wo ihr euch zu Hause fühlt, wo die Leute okay sind und so weiter und so fort. Und dann habt ihr schon mal eine grundsolide Basis. Stellt am Anfang am besten ein, nur nach RASS zu suchen oder ASS. Weil das sind die beiden Modus, die kennt ihr schon aus Battlefield. Geht es einfach darum, Flagge verteidigen und Flagge angreifen gleichzeitig, so wie in Battlefield, ist jedem bekannt. Ihr habt einen Server gefunden, wo ihr denkt, das könnte passen. Markiert euch Server, die ihr mögt, mit dem Sternchen direkt im Auswahlmenü. Und jetzt rein in die Olga. Im Auswahlmenü seht ihr dann auch direkt, welche Fraktion bin ich, welche Fraktion ist der Gegner. Achtet mal direkt drauf, wie sehe ich aus, wie sieht der Feind aus. Achtet auf Besonderheiten. Ich habe euch nochmal eine ganze Liste an den Fraktionen mitgegeben. Ich mache die Screenshots auch unten in die Beschreibung rein. Da könnt ihr dann auch nochmal nachgucken. Aber generell im Vorschaubild sich immer ein Bild zu machen, wie sehe ich aus, wie sieht der Feind aus, ist immer grundsätzlich eine gute Idee, um Friendly Fire zu vermeiden. Meidet am besten immer generische Squads, die auf sind, sondern sucht euch lieber Squads, die einen speziellen Namen haben oder irgendeinen anderen Namen, vielleicht auch noch die Sprache, vielleicht auch noch Infanterie dabei, irgendwas, was spezieller klingt oder spezieller ist, weil dann wisst ihr auch, was da Programm ist und dann müsst ihr nur noch hoffen, dass der Squad, der redet, redet der nicht. Sucht euch ein anderes Squad, sucht euch einen anderen Server. Gerade die sind dann von Neulingen besetzt oder dann lief der Squad-Leader oder sonstiges. Schaut, dass das Squad einen ordentlichen Namen hat, wo man erkennen kann, was es tut, was es will oder so weiter und guckt, dass der Squad-Leader redet. Sagt dann auch, hey, erstmal hallo und sagt, dass ihr neu seid. Denn das Schlimmste und Häufigste, was falsch gemacht wird, ist, da kommt ein Neuling rein, redet nicht, macht nichts, spawnt irgendwo rein, hat dann noch die Marksman-Klasse. Dann ist der Spaß am Lauf. Ja, komm rein, nur noch ein Inf. Ich weiß nicht genau, wo es hingeht, wir fahren jetzt mal Richtung Hof und dann bleiben wir auf Standby für die nächsten Caps. Weil Kommunikation ist in dem Spiel halt alles. Die drei Leitlinien sind die CCC, also Communicate, Coordinate und Conquer. Also koordinieren, kommunizieren und erobern. Und wenn das halt nicht passiert, dann macht das Spiel halt einfach weniger Spaß. Es ist eine Milsim und das ist Teil davon. Und das speziell von Squad. Habt ihr Server Squad gefunden, dann geht's weiter. Hört einfach auf den Squad-Leader, guckt mal, der teilt euch vielleicht ein Fireteam-Lead ein, vielleicht auch nicht, das müsst ihr dann gucken. Gute Squad-Leader sagen euch am Anfang auch, was das Ziel ist, sobald ihr sich abgesprochen haben und euer Ziel bzw. unsere Aufgabe des Squads. Von
Deswegen haltet erstmal den Spawn, schnappt euch den Schützen, guckt, dass ihr da das Scope auswählt, weil den gibt es in mehreren Ausführungen. Schnappt euch den mit dem Dreiervisier, das ist immer nice to have, für alle Situationen gut. Und dann wartet darauf, dass der Squad-Leader euch sagt, wo es hingeht, oder ihr fragt nochmal explizit nach. Straight danach kommt das Erlernen der vielen kleinen Dinge, die euch dann einfach verbessern und vor allem die Fehler dann vermeiden, die andere machen. Deswegen beschränken wir uns heute mal aufs Wesentliche, gucken nicht auf alle anderen Klassen, sondern behalten nur eine Klasse im Blick und das ist der Schütze. Weil der Schütze ist die wichtigste Klasse in Squad. Der klebt das ganze Squad zusammen, hat keine direkten Nachteile, hat nur Vorteile, deswegen bleiben wir auch schön bei dem Schützen. Na Piranha, warum denn eigentlich der Schütze? Naja, weil keine andere Klasse in dem Spiel so flexibel ist wie der Schütze und der ist anfängerfreundlich und exakt so genau expertenfreundlich. Heißt, leicht zu lernen und hart zu mastern, wie keine andere Klasse in dem Spiel. Durch die hohe Flexibilität, die diese Klasse mit sich bringt. Was kann denn die Klasse eigentlich? Ja, die Klasse hat einen Munitionsbeutel. Klingt erstmal sehr unspektakulär. Ist es eigentlich auch. Im Endeffekt habt ihr nur 100 Munitionen in dem Beutel, die ihr ablegen könnt. Aber genau diese 100 Munitionen machen halt so häufig den Unterschied in so vielen Situationen. Beispielgefällig. Der Feind verschanzt sich in einem Gebäude drin. Ja, ihr habt 11 Granaten. Euer Squad-Leader merkt, unsere Hub ist down gegangen durch einen A10-Angriff. Tja, wer hat noch Munition für einen Ready? Ihr. Euer Medic gehen die Pflaster aus. Wer hat mehr Pflaster als der Medic? Richtig, ihr. Ihr kennt es vielleicht. Verschiedene Karten, verschiedene Fraktionen, alles kann verwirren. Verschiedene Schlachtfeldmodifikationen, verschiedene Spielmodi. Alles sehr verwirrend, gerade am Anfang. Und wenn ihr dann eine Klasse erstmal habt, bei der ihr erstmal bleibt, dann macht das einfach nur Sinn und dann fällt ihr an, die Basisfähigkeiten aufzubauen. Und dann könnt ihr auch während des Gameplays einfach miterleben, wie andere Klassen failen. Und ihr wisst dann, wie man es besser macht, sieht, wie manche Leute das richtig machen und könnt damit dementsprechend zusammenspielen, die Fähigkeiten erlernen und euch dann Stück für Stück verbessern. Dann müsst ihr euch auch einfach keinen Stress machen. Ich bin ganz ehrlich, kein Meister ist vom Himmel gefallen und Übung macht einfach den Meister. Es klingt komisch, ist komisch, ist aber so. Und genau deswegen bildet erstmal ein Fundament, baut eine Basis, nimmt den Rifleman und bleibt erstmal bei dem. Also lasst uns rein starten mit dem, was ganz wichtig ist, die Freund-Feind-Erkennung. Damit ihr Friendly Fire einfach vermeiden könnt, beziehungsweise reduzieren, weil seien wir ehrlich, Friendly Fire ist in jeder Milsim ein Problem, ist ein echt ein Problem, aber Squad gibt euch da ein paar Hilfsrichtlinien für, mit denen ihr es einfach grundsätzlich reduzieren könnt, vermeiden könnt, ist leider nicht. Hallo, ich brauche ein Tutorial. Kein Problem, ich hab dich da. Die erste Hilfe bekommt ihr, wenn ihr direkt auf den Server joint, ihr seid dann entweder im Opfer oder im Blue4-Team. Schaut im Vorschaufenster, wie ihr ausseht und wie der Feind aussieht, prägt euch das ein bisschen ein. Wie vorhin erwähnt, ich habe euch Bilder gemacht aus dem Tutorial. Da stehen Besonderheiten und Merkmale da. Vielleicht hilft es euch, vielleicht auch nicht. Wenn euer Fadenkreuz auch nur annähernd in der Nähe oder auf dem Ziel von einem Freund ist, bekommt ihr das immer blau angezeigt. Auch durch Wände und durch Gegenstände hindurch. Ruf dein eigener Panzer, schießt auf dich. Ihr habt zum Beispiel gesehen, wenn ihr auch nur annähernd auf das Fadenkreuz in die Richtung streckt, bekommt ihr immer wieder so einen blauen Marker. Blau heißt es, euer Team. Das gilt übrigens auch, wenn ihr euch mit Alt in der Nähe des Ziels befindet. In der richtigen Milse bekommt ihr da gar keine Informationen zu. Squad ist da recht großzügig und der Marker geht so durch die Wand und er bleibt auch eine Sekunde länger, auch wenn ihr nicht hinguckt. Auch ich schaue immer wieder konstant auf die Karte, mache die mir klein mit der M-Taste und zoome die möglichst nah ran, damit ich weiß, wo sind Freunde, wo Feinde. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich alles, was an meiner Westseite ist, ist Feind. Das heißt, ich kann frei schießen, muss gar nicht drüber nachdenken. Heißt für euch als Anfänger, guckt beim Spawn rein auf der Karte, wo bin ich, wo könnte potenziell der Feind sein und unterscheidet da schon ein bisschen, prägt euch das ein bisschen im Kopf ein. Ich weiß, das ist am Anfang sehr schwierig, aber mit der Zeit kommt es dann. Das kommt auf die Checkliste, Freund, Feuer mal vermeiden. Und sollte mal ein Teamkill passieren, macht das nichts, schreibt in den Chat, tut mir leid oder sagt das direkt und hobt denjenigen einfach auf. Friendly Fire gehört einfach zum Spiel. Ihr könnt das Friendly Fire nicht vermeiden, es ist unvermeidbar. Was ihr allerdings machen könnt, ist versuchen, das zu reduzieren und das kommt mit der Zeit. Wenn ihr auch nur ein halbwegs gutes Stereo-Headset habt, dann könnt ihr den Unterschied zwischen Freund und Feindfeuer erkennen und später könnt ihr sogar auch feststellen, wo es ungefähr genau herkommt bzw. die Entfernung messen bzw. feststellen und in die entsprechende Richtung gucken und euch vorbereiten. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel hier. Fünffach Kontakt, ich laufe mal rüber in meine Aufklärung. Was? Gehen wir weiter zum Ausdauermanagement. Wenn ihr viel rennt, dann trefft ihr schlechter. Seht ihr unten an der Ausdauerliste.
Das heißt, wenn ihr wisst, dass ihr gleich ein Engagement habt, guckt, dass ihr ein bisschen Ausdauer übrig lasst, damit es einfacher ist zu treffen. Das nächste wäre Ausdauermanagement und von Deckung zu laufen, um sich dann anschließend auch wieder immer umzugucken, wenn ihr gerade Ausdauer aufladet und dann den Feind zu engagen. Ich lasse euch mal ein Beispiel da. Audio-Kontakt. Habt ihr keine physische Deckung, benutzt einfach optische Deckung. Gerade am Anfang ist vielleicht Einzelfeuer auf größere Distanz für euch effizienter. Aber welcher Typ ihr seid, das müsst ihr dann entscheiden. Und man kann auch mit Autofeuer Einzelfeuer abgeben, wie ihr gleich sehen werdet. Hinsicht. Bomber. Ist Sicht. Die erste Lektion, die ich euch mitgebe, lauft nicht direkt auf den Feind zu. Das endet meistens tödlich. Hier seht ihr einen Fail von mir. Capo Full Speed. Ja, die haben immer noch die Verbrüste Dosten. Also wenn sie die jetzt nicht rausnehmen. Die beschossen versucht direkt Deckung zwischen euch und den Gegner zu bringen. Und wenn ihr nicht direkt frontal drauf zulaufen könnt, dann lauft einfach einen kleinen Flank. Ja, leicht rankommen, warum stehe ich immer noch gut unter Beschuss? Immer dran denken, Tunnelblick tötet. Und meistens nicht den Gegner, sondern euch selber. Wie ihr gerade seht, werde ich beschossen. Aber was mich gerasselt hat, ist einfach Zigzag Movement. Das heißt, ihr spammt einfach A und D in unregelmäßigen Abständen und dodgt einfach die Schüsse. Achtet bei eurem Movement, gerade wenn ihr gerade ausläuft, euch mit der Alt-Taste umzuschauen. Das ist eine gute Funktion, die hilft euch. Dann müsst ihr nicht immer direkt das Ziel aus den Augen verlieren. Fehlt euch die Ausdauer, aber ihr wisst ungefähr, wo der Feind herkommt. Versucht den Feind einfach zu suppressen. Hier seht ihr mal den Suppression-Effekt. Da wackelt euer komplettes Scope und es ist viel schwieriger zu treffen, je höher die Entfernung ist. Nur noch im Südosten und T-Shirt. Richtung Move-Mark. Entfernungsmarker da. Vergesst nicht, mit der Q und der E-Taste könnt ihr euch auch lehnen. Das hilft euch dann auch und das könnt ihr auch während des Schießens tun. Vergesst nicht das kleine Combat-Stance-System. Liegen, hocken und gleichzeitig stehen. Vergesst auch nicht Q und E zu benutzen, gerade wenn ihr nachladend in der Hocke seid. Dann könnt ihr manchmal mit der Vorsprünge euch komplett verstecken. Ey, nicht den sagen, von wo wir kommen. Das wissen die schon. Das ist auf dem Sinn. Smoke gegen Rani. Und weiter geht's mit den eher trockeneren Teilen des Guides. Situationsbewusstsein bzw. Situational Awareness und natürlich Callouts. Also zu Deutsch stark vereinfacht, was ist um mich herum, was passiert um mich herum. Dann habe ich die Bedeutung davon verstanden. Und dann kommt es zusammen, ob ihr es wirklich verstanden habt. Dann müsst ihr nämlich prognostizieren, was wird in meiner Umgebung zukünftig passieren. Und das ist immer alles andere als einfach, weil ihr nur einen Teil der Informationen seht, einen Teil der Informationen bekommt. Aber trotzdem müsst ihr mit dem arbeiten, was ihr habt. Also springen wir nochmal zum Anfang zurück und schauen uns mal die Situation genauer an. Die Ausgangslage ist wie folgt. Unsere Dev-Flagge bzw. Flagge 4 haben wir erfolgreich verteidigt, aber bei dem Versuch sind die meisten von uns draufgegangen. Squad Leader hat gesagt, spawnt rein, verteidigt die Hub bei Jorivka, die ist nämlich gerade offline gegangen. Kurz nach dem Spawn sehen wir die Hub mit dem X-Symbol, dann ausgegraut wird, sprich sie wurde runtergeschaufelt, plus 3 hat angefangen zu schießen, also sprich das BTR. Das heißt, er hatte auch Feindkontakt. Heißt, wir müssen mindestens einen Feind haben auf Marker und mindestens einen an der Hub. Hinzu kommt, dass wir im Westen von Jorivka direkt Verluste hatten. Position des Schützen war zu dem Zeitpunkt nicht aufgeklärt. Vor dem Crossen der Straße habe ich mich umgeschaut, aber habe keinen Feinde gesehen, beziehungsweise nur gehört, weswegen ich die Straße problemlos überqueren konnte. Und ab hier starten wir rein. Das erste, was ich tue, ist mich exakt in Richtung des Schusses drehen. Das zweite, was euch auffallen sollte, da ist eine Rauchwolke und ihr habt eine Latte gehört. Heißt, wir haben einen Light Anti-Tank, der von dem Hügel aus auf unseren APC geschossen hat. Den Callout mache ich direkt im Anschluss. Ein guter Callout ist kurz, präzise und unmissverständlich. Und behaltet vorher genanntes Konzept einfach im Kopf. Also wie mache ich gute Callouts einfach und effizient? Benutzt einfach die Informationen, die ihr habt. Da wir direkt auf dem Objective stehen und Richtung Feind gucken, können wir die beiden Informationen direkt benutzen. Also beantworten wir die W-Fragen. Wer oder was? Feind Land. Wo? Jorivka. Himmelsrichtung ist Ost. Entfernung ca. 60 Meter. Und dann könnt ihr einen Call draus machen. Ein Beispiel wäre da.
Squadlead, wir haben Feindkontakt auf Jorivka, feindlicher Latz 60 Meter entfernt, Ost-Ost-Nord von Jorivka. Schießt auf unseren APC. Und damit habt ihr die Callouts gemacht. Ab hier ist es dann die Verantwortungsbereich von eurem Squadlead und oder den Feuerteam-Leads, die Marker dann entsprechend zu machen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir alle Marker zusammenkriegen und alle Informationen. Was wir noch wissen ist, dass Jorivka kein Objective für den Feind ist, sprich er kann es nicht cappen. Und wir wissen, dass der Feind weiß, dass der Hub oben dran ist. Das heißt, der Feind wird zur Hub laufen. Und da alles, was wir gesehen und gehört haben bisher, von Osten nach Westen gelaufen ist, müssen wir davon ausgehen, dass ungefähr eine halbe Squad-Stärke von Ost nach West läuft. Und nochmal Pause, damit wir die Lage angucken, denn sie hat sich jetzt gewaltig verändert. Wir haben keinerlei Informationen, wie der Radiostatus ist. Sprich, ist es schon im Bleed, ist es nicht im Bleed. Es kann gut sein, dass Einheiten von Norden nach Süden marschieren und ich damit auch noch reinlaufe. Es ist zu erwarten, dass Verstärkung von Ost nach West läuft. Der Light-Anti-Tank, der vorhin aufs Fahrzeug geschossen hat, könnte auch schon vorrücken. Der Squad-Leader und der LAT, die vorhin angeschossen waren, sind noch nicht tot. Die müssen sich noch verbinden, aber die sind auch ein Problem. Ohne den HUD, ohne Scope und den Squad-Leader haben wir auch keine Rückendeckung. Jetzt kennt ihr die Echtzeitsituation und könnt wahrscheinlich vorausrechnen, was passieren wird als nächstes. Und dafür muss man kein Hellseher sein, um wissen zu können, was gleich passiert. Deswegen lasse ich euch straight ins Footage. Friendlies haben Radio gefunden, ja. Hier ist noch ein Gegner, Achtung. Jetzt kommt nochmal. Der Charlie ganz. Wieso bin ich gestorben? Von wo kam der Schuss? Was ist passiert? Die Frage stelle ich euch jetzt und am Ende des Videos löse ich die. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen die Grundkenntnisse von Situational Awareness erlernen. Zumindest das Grobe verstehen. Das könnt ihr dann im Spielverlauf ausbauen. Und das wird euch nicht nur in den Squad weiterhelfen, sondern für alle anderen Spieler auch, die Milsim sind oder sonstiges in dem Titel haben. Das reicht von einem Armor bis über ein Fortnite, Battlefield, Counter-Strike, was weiß ich. Im Übrigen habe ich auch deswegen den Rifleman empfohlen, weil Klassen wie der Medic oder wie der LAT erfordern halt einfach, dass ihr wisst, wo der Feind ist und dann zum Objectives kommt. Und gerade als Medic ist es wichtig zu wissen, wo ist der Feind und wann kann ich denjenigen, der da liegt, aufheben, ohne mich selber in Gefahr zu bringen. Denkt immer dran, treffen ist besser als nicht treffen. Das heißt, lieber einen Safe-Schuss machen, als keinen Schuss landen. Normalerweise braucht ihr genau 3 Schuss in den Brust, 4 in die Seiten und einen in den Kopf. Und das ist reichweitenunabhängig. Das heißt, es gibt kein Defizit auf längere Reichweite. 7-6-2 braucht allerdings nur 2 Schuss. Immer dran denken, ihr seid Rifleman, ihr habt die Munition. Habt ihr es gerade über, braucht jemand anderes, bietet es dem anderen an oder gibt es dem anderen. Und Gott verdammt, wenn man ein anderes Geschlecht da ist, dann benehmt euch doch einfach ganz normal. Weil der Affenzirkus nervt. Behandelt entweder alle gleich gut oder alle gleich scheiße, geschlechterunabhängig. Das wäre echt lieb, danke euch. Im Abspann findet ihr dann nochmal den Live-Guide, beziehungsweise wo ich einfach live kommentiert habe und versucht euch das beizubringen. Genauso wie weitere Gameplay-Videos und sonstiges da. Schaut in die Beschreibung, da kriegt ihr auch noch mehr Infos. Ihr konntet ein bisschen was lernen, ihr nehmt ein bisschen was mit. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, schreibt mir noch in die Kommentare, wo ihr noch Probleme habt. Und dann gucke ich mal, wenn ich Zeit habe, dass ich das dann auch noch engage, beziehungsweise dann ein entsprechendes Tutorial mache. Ich werde auch gucken, dass ich die Klassen abdecke und dann nochmal ein allgemeines Tutorial mache für die Klassen, beziehungsweise ein grobes allgemeines. Zum Abschluss lasse ich euch mal den kompletten Teil da von dem Rifleman-Moment. Viel Spaß, Piranha, over and out. Bald ist Artilleriezeit, Jungs. Da macht's hier Bumm. Nein, nein, nein.
Radio. Ja. Ich glaube, die und die letzte Runde sind ja eigentlich fast hoch. Letzte Runde. Letzte Runde, ja. Auf gut. Kein Land gesehen. Aber sonst war alles gut. Mein Besser. Ja, Friendly Fire. Ja, da geht er wieder. Ah! Super. Oh, sauber. Und das ist jetzt schon wieder so eine Kesselschlacht. Das macht überhaupt keinen Spaß. Du Friendly Fire und wir machen so einen Strang. Yes! Wir sind am besten in Deckung, wir bekommen Kontakt aus Südwesten. Jungs, Südwesten, ihr müsst nach Südwesten gucken, da kommen die nächsten Fahrer. Sorry. Die mit den Flandagen, die sind Freunde. Ich hab noch einen am Krieg geholt. Und diese Kriegsverbrecher hier. Da war noch einer direkt los bei dir, der ist aber auch tot. Was? Oh ja. So. Hast du das schon? Das ist gar nicht. Ich habe glaube ich noch zwei. Beide noch Granaten. Oder Muni. Ich bin Emptiness. Ja, sehr schön. Schmeiß Granaten darüber. Leider keine Pflaster mehr. Ja, ich liege erstmal ein bisschen. Ja, ich leg mich gleich dazu. Ich bin doch eigentlich was auf der anderen Seite. Ja, uff, da kommen aber einige. Was mich zu 7 dann macht. Jetzt brauche ich meinen Munibeutel. Dann kann ich ihn nicht heilen, sondern ihn noch mehr töten. Granaten werden gut. Ja, wir sind schon lange empty. So eine? Genau, so eine. Weil hier ist alles voll im Westen. Ich hol dir meinen. Versuch's, ich hab leider keine Pflaster mehr. Meine Position ungefähr ist das Radio. Das ist ein Feindfahrzeug bei mir. Feindfahrzeug? Das ist Crows. Na, der 50er Tuppy Crows. Als ob da auch noch ein Scharf jetzt irgendwo. Ah ja.